Die Webex Null Events sind eine Plattform, wo sich unsere Kunden und Interessierte austauschen zu den Veränderungen, die sich im Social Commerce, Social Business beispielsweise, aber auch darüber hinaus im Benutzerverhalten ergeben. Die Vidas Concepts hatte zum zweiten Mal zu einem Late Talk im Rahmen der WebX0-Reihe eingeladen und das Auditorium war gut gefüllt. Ganz unter dem Motto Are you social or just online? Diskutierten namhafte Experten auf dem Kongress, wie strategische Methoden, Geschäftsmodelle und Möglichkeiten der Zusammenarbeit die heutigen und zukünftigen Veränderungen im Social Commerce prägen werden. Wir sehen, welche Einstellungen unsere Kunden vielleicht auch zu Wettbewerbsprodukten haben und vieles mehr. Das heißt, wir können sehr viel Informationen rausholen, die uns helfen. In Echtzeit sagt man eben, aber es ist natürlich noch ein bestimmter Zeitversatz da, die uns aber helfen, schneller an relevante Informationen zu kommen und so eigentlich schneller und bessere Entscheidungen auch zu treffen. Das ist eine sehr, sehr interessante Perspektive für für diesen Themenbereich Marketing Intelligence, insbesondere für das strategische Marketing und strategische Unternehmensführung. Und das ist ein Gebiet, wo sich momentan auch sehr, sehr vieles entwickelt. Wenn Unternehmen sich nicht anfangen, mit der Zielgruppe zu verknüpfen und es wird dann eben nach bestimmten Produkten gesucht und mein soziales Umfeld hat sich mit meinem Wettbewerber verknüpft, ja, dann wird der Wettbewerber eher gefunden, wie ich gefunden werde. Die rund 90-minütige Diskussion beantwortete viele Fragen und wurde zeitgleich ins Netz gestreamt. Die Besucher und Diskussionspartner des Late Talks waren hochzufrieden. Zwei Themen haben mich besonders interessiert. Das eine Thema ist, wie geht man um mit dem Thema in seiner Firma? Also sperrt man eben gewisse Accounts oder URLs oder nicht? Das zweite ist die rechtliche Seite, Datenschutzthematik, weil das betrifft ja Unternehmer im Allgemeinen und wie man mit Kundendaten umgeht und wie man sich das Thema, das sanfte Holen von Datenschutz oder Einwilligungserklärungen, das ist eigentlich das Interessante gewesen. Highlights, es waren sehr viele gute Beiträge dabei. Also mich hat jetzt gerade vor allem die Geschichte, was jetzt schon alles möglich ist, was Facebook erkennt und oder auch bei Google, das hat mich sehr interessiert. Nach der Podiumsdiskussion hatten die Teilnehmer ausreichend Gelegenheit, sich zum Thema Social Media in all seinen Facetten auszutauschen. WebX0 Business and Technologies ist für Unternehmen eine Grundvoraussetzung, um Nutzer interaktiv in ihre Geschäftsmodelle mit einzubinden. Gerade das gilt es für die IT-Landschaft im Unternehmen zu berücksichtigen. Hier ist Weitblick nötig, um künftige Entwicklungen abzuschätzen und entsprechend darauf reagieren zu können. Hier ein ganz konkretes Beispiel. Im Zeitalter des Social Business begegnen Sie Ihren Kunden zunehmend im Web. Sie kommunizieren aktiv mit ihnen, lassen sie an ihrem Business teilnehmen und schaffen so den notwendigen Kontext. Diese Transparenz schafft eine neue Dimension der Kundenbeziehung, in dem der Kunde nicht nur Kunde, sondern Partner ist. Mit dieser Echtzeit-Business Intelligence können Sie diese analytischen Daten zusammenführen und intelligent mit Ihren Unternehmensentscheidungen verknüpfen. Vidas Concepts entwickelt IT-Lösungen, die ihre Geschäftsprozesse optimal unterstützen. Gemeinsam mit ihnen ebnen wir den Weg in die neue WebX0-Ära. Wir konzipieren, designen und entwickeln ihre individuellen Softwaresysteme für das Social Business. Wir helfen ihnen, Informationen in Wissen zu transformieren und intelligent für ihren Unternehmenserfolg zu nutzen. Wenn der PC verschwindet, Mobilität eine ganz wichtige Rolle einnimmt, wird es auch so sein, dass die Geschäfte auch anders stattfinden. Das heißt, Kommunikation und Zusammenarbeit, also Kollaboration, werden bis hin zu den Geschäftsprozessen, Verkaufsprozessen, Serviceprozessen eine wesentliche Rolle spielen. Und da liegt unser Schwerpunkt im Bereich der IT-Consulting, der Software, individuellen Softwareentwicklung von Plattformen, Gadgets, Widgets, aber auch dem Social Feedback. Letztendlich ein wesentlicher Schwerpunkt unserer Leistungen und unserer Dienste. Weitere Informationen erhalten Sie auch unter vidas.de.